gerade 87, 88, wo es noch keine, da gab es noch keine House-Community oder so in Deutschland, aber kein Techno-Publikum. Das heißt, damals war das Tolle, dass wir dann 4.000, 5.000 Leute da durchgedreht sind auf dem Sound, den sie, also so und tätereté, ohne zu wissen, was ist es jetzt, wie nennt man das oder sonst was. Weil das war der Sound, den die dann damit identifiziert haben, der nicht benannt war und es gab keine Szene dafür, aber es gab schon sozusagen diese Ekstase und diese Begeisterung an der Power von diesem Minimalismus und diesem schnellen Beat. Dieses ganze Movement war uns damals gar nicht so bewusst, was wir da eigentlich geschaffen hatten oder überhaupt in Frankfurt überhaupt, was da abging. Ne? Das kann man später in Geschichtsbüchern lesen, aber es war uns eigentlich gar nicht bewusst. Zu mir auf jeden Fall nicht. Und irgendwann kamen halt die berühmte Acid Tracks von Future in Plattenladen, also die erste Acid-Scheibe, die dann auch, weil sie Acid Tracks hieß, halt dem Stil auch den Namen gegeben hat. The whole Acid House sound, I mean, it evolved from the 303, which was mainly made as a bassline box. It was something which would accompany the drum machines, you know. It wasn't supposed to do that. And it wasn't supposed to. The filters on it were just supposed to get different resonant sounds for a bass. Until someone sort of started thinking, right, we can play around with this, and everybody started twiddling their knobs, and then sort of out comes this legendary type of music, which is acid. Ich bin immer schon gerne ausgegangen und habe immer gerne getanzt, aber das war ein ganz, ganz extremer Paradigmenwechsel, weil eben, das haben so mir gegenüber Daft Punk mal in einem Interview, das ich mit Daft Punk geführt habe, so sehr nett gesagt, dass man vorher immer nur zu Bands getanzt hat, die man kannte. Und bei Acid House war es zum ersten Mal so, dass man immer nur weiter ins Unbekannte getanzt hat und auch nicht zu Songs, und Texten oder zu Lieblingskünstlern und dergleichen, sondern zu eben diesem neuen, anderen, sagenhaften Ding, das irgendwie nur direkt auf die Nerven gewirkt hat und direkt auf den Bauch und die Beine und wo man stundenlang überhaupt nicht mehr aufhören konnte. Acid Music war dann für uns natürlich gleich ein Thema. Wir wurden neugierig. Was ist das? Was hat uns da irgendwie von England drüber bewegt? Es war was völlig Neuartiges. Die Musik hat damals so nie jemand gehört. So Sachen wie Royal House oder Check Your Body oder Acid Man, Jolly Roger. Das waren Tracks, die uns damals einfach fasziniert haben. Und natürlich auch kam ja dann auch schon rüber die ganze Geschichte mit den Smileys, mit den Lustigen. Und da musste man natürlich dabei sein. Eine neue Fashion-Kultur. Es war interessant, es war neu, es war ein neuer Aufbruch. Die Partys waren auch wesentlich spektakulärer als damals die Hip-Hop-Partys. Ich war in Ibiza gewesen und habe auf einmal diese Acid-Sounds gehört, die kamen aus England und die wurden da so abgefeiert, dass alle so komplett durchgedreht sind. Und dass diese Welle ist natürlich auch zurückgeschwappt auf die ganzen Party-Szenen weltweit, sage ich mal. Unter anderem natürlich auch in Frankfurt. Und das war dann auch die Zeit von Manchester, von der Hacienda. My biggest memory was definitely the Sunrise Parties, which were 1989. And they were legendary in the whole warehouse scene in the UK. A guy called Tony Colston-Hayter was like this sort of young entrepreneur from London, started doing these exclusive parties. I think there were only about 6 of them in all. The last big one was August the 22nd, 1989. It was just, it was when Carl played. It was fantastic. It was just such a vibe. It really was. And the funny thing is, it's like a lot of people that I've met over the past sort of 15 years of clubbing or DJing, even people that I've met recently were all at this party, you know. Over the years, you'd meet someone and you'd start talking and they were like, oh, I was at the party. Or they were actually on the coach that you were on, travelling down to this party. It just shows how everybody's sort of still part of this scene and have lived through many ups and downs of it. It's great. For sure, I was really inspired by the Chicago Acid House sound and also the British reinterpretation of the Chicago Acid House sound, because in 88, 89, the Brits took all these kind of, you know, sounds and started making their own kind of thing, and there was like the big acid kind of whole, freak thing that was going on.